So einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder auf Twitch um 9 Uhr und 7 Minuten und dabei haben wir heute Morgen den Tobi. Moin Moin. Und Tobi, wie geht's dir? Gut, gut, alles schick und bei dir? Ja, bei mir ist alles soweit bestens. Ist doch schön. Bis auf meinen blöden Nacken, den ich mir selber verbogen habe, ist alles gut. Ja. Und guten Morgen vom Hans. Hans, dir auch einen wunderschönen, was haben wir heute? Donnerstag, Donnerstagmorgen. Genau. Moin, moin, Hans. Und Guten moin, Morgen. moin, Herbie. Guten Morgen zusammen, moin Opi, moin Tobi vom Herbie. Guten Morgen, sorry, mein WLAN war ausgegangen. Macht überhaupt nichts. Moin, moin, Fabi. Fabi, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Moin, Hans von Herbie. Guten Morgen zusammen von Fabi. Und ein Wassermarsch. Oh, den habe ich noch gar nicht vorbereitet. Danke oh, für den oh, Wassermarsch. Oh, oh. Ganz Dankeschön. Tobi, hast du irgendwas von unserem Anja-Mäuschen gehört? Nee, leider nicht. Das macht Ich mich habe ja auch schon. nichts gelesen. Macht mich ja total Konfuzius. Ich auch nicht, deswegen ja. Naja, gehen wir mal nicht von das Schlimme aus und sagen einfach, sie hat verschlafen. Ja, das wäre in Ordnung. Prost zusammen. Prost. Eieieiei. Guten Morgen, Herbie vom Hans. So, bin man mal eben einkaufen und zur Tanke. Ich bin so lange im Lurk, bis gleich. Jawohl, bis gleich, Fabi. Lass dir Zeit. Guten Morgen zusammen vom Matze. Matze, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Moin, Da moin, ist die Matze. Anja. Anja, dir einen wunderschönen guten Morgen. Anja? Nein? Guten Morgen. Ah, da ist sie. Ah, da. Moin, Anja. Ja, wurden schon Sorgen gemacht. Ja, ich habe ein bisschen länger geschlafen als geplant. Das ist gut, dann hast du das doch nötig gehabt. Prost zusammen. Prost. Zum Wohl, Opi. Dito, Anja. Eine Synchro. Ja, mach jo. Bis gleich, Fabi von Herbie. Und einen guten Morgen an der Matze vom Hans. Und moin, Fabi von Herbie. Und einen Gruß von Herbie. Und moin, Anja von Herbie. Ich hoffe, ihr habt alle eine angenehme Nachtruhe gehabt und fühlt euch wohl. Okay. Naja, eine Nachtruhe weniger, ja. Aber eine gute Nacht ihr habt. Du hast jetzt noch eine, dann hast du Wochenende, ne? Ja. Mhm. Morgen, Tobi von Hans. Discord-Link, danke, Herbie. Ah, komm, wir machen zumindest mal eben den Motor an. So, ist schön. Guten Morgen, Anja vom Hans. Herbie, du kannst ja mal gucken, wie viele Kartoffeln. Ach, Herbie. Tobi, du kannst ja mal gucken, wie viele Kartoffeln du reingefahren kriegst. Jo. Und nicht die Mama haut ein Stufe 3 Abo raus im 6. Monat. Danke, danke, danke für dein Stufe 3 Abo. Und du weißt ja, 6. Monat ist der wichtigste. Hallo aus dem Auto. Nicht die Mama, ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Fahr ja vorsichtig. Und nicht ich hoffe, die Mama. Max, grüß dich. Und ich hoffe, euch geht's gut. Moin, moin, nicht die Mama. Meine Antwort kennst du ja schon. Guten Morgen, Hans. Im 6. Monat. Mann, 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 dann wirf sie ja bald. Was wird das denn? Hoffentlich kein Obi. Ich komme mit einem, kommt klar. Es wird ein Abo. Es wird ein Abo. Ich sitze wie Affe und schleife. Machen Sie doch mal bequem. So. Na, Obi, mach sie mal bequem. Ja, Mieze Katzen. Moin, moin, Miezekatze. Aua. Ich guck mal in Tusse die Fabrik. Was sagt die denn?
Kartoffeln sind voll. Sind noch voll. Ja klar, ich habe ja keinen Also. Raps mehr. Ah. Zurück. Also brauchst du gar nicht. Jo. Guten So, Morgen, ich bin jetzt in Hans. Frankreich angekommen. Ja, wunderschön. Ich komme dann mal zur Verkaufsstätte. Weil unser Herbie Mausi ist ja da. Stimmt. Können wir direkt was für Punktekonto tun? Jo. Da ist er. Wo willst denn Ja, du rückwärts hin? laufen. Na, ich hab dich nicht gesehen, bin ja rückwärts gelaufen. Hinten hat man Mhm. keine Ohr Augen. Ohren würde ich sagen. Und da ist auch die Anja. Und das Ja. Silbertenneken. Muss erst mal Kaffee trinken. So nicht. Fang jetzt ja nicht an, hier rumzuhetzen. Ja. Ich trinke jetzt auch mal was. Mach das. Muss er den Wassermarsch nachholen. Jetzt müssen wir erstmal. Ich hoffe, dass der Herbie jetzt da ist. Ne? Er müsste eigentlich ein Startzeichen geben. Sonst hüpfen wir hier rum wie die Blöden und das bringt alles nichts, weil der Herbie nicht da ist. Prost, danke Hans. Dito. Stell mal da wie die Tannen, gell? Ja. Ja, lieber wie eine Sehr Tanne. schön. Ja, er ist da. Dann können wir Danke. Gas geben. Juhu, fröhliches Hüppen. Bitte, danke Hans. Ja, immer dieser Stress am Morgen. Ja, wir hatten damit angefangen. Ich nicht. Ich auch nicht. War nicht weg, das ist gut. Aber das reicht jetzt, das reicht jetzt. Das sind Punkte satt. Das kriegen wir ja nie wieder abgearbeitet, so viele Punkte. Trillionen an Punkte. Ich möchte auf jeden Fall heute Morgen hier weitermachen. Komm, fahr. Reicht, ich kann das Elend nicht mit ansehen. Ja, so ähnlich sehe ich das auch, Herbie. So sehe ich das auch. Guten Morgen zusammen von der Nina. Nina, dir auch einen wunderschönen guten Morgen im Discord. Nina, falls du uns hörst, guten Morgen. Der 30er-Zone versaut mir total den Schnitt. Es gibt keinen Schnitt im Schnellfahren. Ein gesundes Ankommen ist viel wichtiger, nicht die Mama. Genau, Mark. Nina, moin von Herbie. Moin zusammen von Nordlicht. Nordlicht, dir auch einen schönen Donnerstagmorgen gewünscht. Apropos Moin, Moin, Nordlicht. Donnerstagmorgen, habe ich eigentlich meine Tabletten genommen? Mal Kontrolle machen. Ja, Oh, hab ich, siehst du? hab ich, hab ich. Nordlicht, grüß dich. Anja, hast du deine genommen? Hä? Hä? Deine Ich bin Pillis? noch gar nicht richtig wach. So, ich werde mich darum Ah. kümmern, dass wir ein zweites Fahrzeug an den Start kriegen. Den hier. Dann werden wir den zweiten Mulcher auch anwerfen. Max, der Umwelt zuliebe. Ach so. Ja. Der Umwelt zu lieben. An Hansen, moin von Nordlicht. Moin vom Hanser Nordlicht. Moin Max von Irby. Dann fahren wir mal zur anderen Welt. In der Hilfe leisten.
Ich möchte nämlich heute das Mulchen durchkriegen auf den Feldern. Und dann werde ich mir drei ganz kleine Grubber kaufen. Für heute Abend. Was hast du denn heute Abend geplant? Ich habe heute Abend vor, die ganzen Felder zu grubbern. Aha. Zusammen mit den Nina und mit der Anja auf einem Feld. Mit der Nina? Ach Quatsch, mit der Anja und Rami? Und Rami. Rami? Mhm. Live? Ja, Rami kommt heute Abend mit dabei. Oh. Hat sie sich gewünscht. Und dann gehen wir mit drei nacheinander immer schön mit der kleinen Gruppe fahren wir über das Feld. Wird bestimmt lustig. Mhm. Der hört sich nicht begeistert an. Obi allein mit zwei Frauen. Oh, 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 oh. Ich kann das. Die nehmen mich in die Mitte und dann ist es gut. Ja, jetzt haben wir zwei Fahrzeuge am Rennen. Wie viele Felder müssen wir machen? Drei noch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück zum Grubbern für heute Abend. Und wenn das sein muss, kaufe ich auch noch drei ganz kleine Sämaschinen. Hast du endlich jetzt mal Rapsfelder oder musst du erst ansehen? Ansehen. Ansehen, okay. Es ist überhaupt nichts angesehen. Nee, war jetzt meine Frage, ob du noch was hast oder ob du noch komplett neu machen musst. Ich hab nichts mehr, muss komplett neu machen. Ich mach alle noch mal auf Raps. Also der Auftrag wird noch ein bisschen dauern. Ja, ja. Ich hab Zeit. Ich auch. Ich hab ja noch kleine Sämaschinen. Ja, ich werd alles organisieren, was wir brauchen. Ja, ich habe leider keine kleine Sämaschine mehr. Aber frag mir auch nicht, wo die jetzt ist. Die ist bestimmt beim Datenwurschteln mitgefressen worden. Ja, ich weiß aber auch nicht, in welchem Mod die mit drin war. Das war auf jeden Fall war eine Amazon, das weiß ich. Können wir ja mal schauen, was wir so. Was haben wir denn an kleinen Grubbern? Grubber, der kleinste ist 2,50 Meter. Wow. Der braucht wie viel PS? 90 PS braucht er. Machen wir uns einen Joke und mieten uns dann noch so kleine Mini-Traktoren. Also wie so ein Bürger. Der hat 100 PS und tockeln dann damit rum, das wird bestimmt auch nicht härter. Oder so ein Eisenschweinsteier. Quick, quick. Oder bei den mittleren hätten wir einen, der mir sowieso gefällt. Der hier, der Valtra. Mit 190 PS. Könnte man dann mieten, drei Stück. Dann brettern wir alle mit diesen Krachmaschinen durch die Gegend. Die machen richtig Randale, die Dinger. Moin Moin von Anna. Anna, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Anna, grüß dich. Moin Moin, Anna. Was haben wir denn an kleinen Sämaschinen? Aber jetzt bei den kleinen Traktoren von den neuen DLC hier, den komischen, ja. Wie hieß der DLC? Antonio. Ist auch so ein schöner Alter mit bei, ohne Dach, ohne Nusch. Der Super Tiger 600, oder 63 CS, so. Ich guck gleich. Kombination. Aber hat nur 35 PS. Ja, da bringt nichts. Das ist Na, wie schon gesagt, die sind ja auch für Dingse gedacht, für die Traum und Oliven. Ja, und dann drei kleine Amazonen kaufen, damit den kleinen Dinger noch mal an.
Das wert. Wie viel PS brauchen die? 165. Das wird sogar passen. So. Moin, Emma von Nordlicht. Guten Morgen gewünscht von Gebhardt. Gebhardt dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Guten Morgen, Emma von Hans. Guten Morgen, Gebhard, Hans grüß von dich. Gebhardt. Moin, mein Gebhard. Prost zusammen. Hallo. Moloti. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht vom Johnny. Johnny dir auch einen schönen guten Morgen. Moin, Gebhardt, Moin, Johnny. moin, Grüß Johnny. dich. Ich habe sogar geschafft, mein Chaos so gut in Einkarton steht genug. Den muss ich noch Oh. zerlegen. Alles andere habe ich schon klein gerupft. Ja, ich muss mir angewöhnen, die Sachen da links zu schmeißen. Ich komme ja gar nicht mehr bis zur Tür. Moin, moin, Nordlicht, Anja, Tom und Ines von Gebhardt. Die Ines ist gar nicht da. Die Anja ist da. Die Ines hatte heute Morgen Arzttermin. Moin Johnny von Hörbi. So bin in Koblenz. Schönen Tag euch allen. Nicht die Mama, lasset ihr gut gehen. Koblenz. Gute Geschäfte. Kannst ja mal am deutschen Eck vorbeischauen. Und danke fürs Reinschauen. Und Bilder machen vom deutschen Eck. Mach keine Dummheiten. Mach's dir auch von Hörbi. Deswegen muss ich die Felder so weit vorbereiten. Nicht immer mal schönen Tag noch. Schöne Ecke dort von Nordlicht. Ja, ist es. Drei Länder war ich schon, ich nicht. Bin sowieso nicht großartig rumgekommen in meinem Leben. Nö. Das ist das, wenn man Workaholiker ist und nichts anderes im Kopf hat, außer arbeiten, 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 arbeiten. Und wenn du dann Urlaub hast, was machst du dann? Arbeiten. Arbeiten, nächste Fuschen. Ja. Aber mein Chat funktioniert wieder in-game. Aha, der läuft wieder. Keine Ahnung warum. Wieso, wann hat denn der nicht funktioniert? Ich glaube vor 2 Tagen oder gestern vielleicht auch nicht. Der war einfach weg. Jetzt ist er wieder da. Okay. Aha. Guten Morgen, Obi, Tobi, Anja und Chat von Samba. Samba ist dir und deinem Mann auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Ich hoffe, euch geht's gut. Moin Moin Sam, schöne Grüße an Io. Samboys, grüß dich. Was hast du da für eine Maschine hinten dran? Das ist ein Mulcher. Ein Mulcher. Moin Sam von Hörbi samt Zunge rausstecken. Guten Morgen, Samba von Hans. Okay, danke, ja, bitte, bitte. Der ist Standard im Spiel. Moin Hörbi samt Zunge rausstrecken von Samba. Oh, gleich mit, also, weil wir deine Frage mit, Entschuldigung. Ja, Samba moin von Nordlicht, morgen Hans von Samba. Und Anja, Tobi, was gab es zum Frühstücken bei euch? Na, bei mir noch gar Hä? nichts. Ja, deswegen frage ich ja. Bei Anja war ja klar, ist ja gerade aufgestanden. Moin, Hörbi von Gebhardt.
Was glaube ich bei meinen Zuschauern zu frühstücken? Wir haben ja schon 9:30. Moment, von Irby, nix von Henna. Schokokroissant. Wow. Kaffee und Wasser. Bei Henna. Sambas Schokokroissant. Aha, was war drauf auf den Schokokroissant? Keine Ahnung. Vielleicht verrät es uns jetzt. Wie drauf? Kann man auch oder so. Ist oder ist man die nur so? Kann man ja. Kaffee und Zigarette, das ist kein Frühstücken, Matze. Dann wäre nee, ich ja den ganzen Tag am Frühstücken. Deutsches Eck. Dann hat der. Ja. Der ganze Birke im Discord gepostet. Dreimal darfst du raten, was ich gleich mache. Schweißen. Nix von Hans. Guten Morgen, ihr Lieben, von Tanni. Tanni, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Na, wie geht's dem Bürkchen? Guten Morgen, Tanni, grüß dich. Käse-Schinken-Croissants von Nicole. Oh. Moin, moin, Tanni. Und moin, moin, Nicole. Ist ja auch leicht zu erraten. Du hast Urlaub und dann schweißen. Guten Morgen an Tanni von Hans. Moin, Anja und Tobi von Tanni. Wenn alles gut läuft, das letzte Mal heute, ja, dann drücken wir dir mal die Daumen. Moin, Nicole von Gebhardt. Mir geht's gut? Wunderschön. Guten Morgen von Hans. An Nicole, moin Hans und Dani. Dann bin ich fertig, dann geht's ans Streichen. Ja, Rostschutzfarbe. Prost. Prost. Zum Wohl. Koblenz ist gar nicht so weit weg von Neuwied. Keine Ahnung, ich war noch nie da. Ich sehe da nur reichlich viel Wasser. Ja. Und Wasser mal. Da stößt er rein und was war da noch? Die rein Mosel. Und die Mosel zusammen. Und Wasser mag ich eigentlich. Ganz schreibt Mosel. Auf Deutsch sagt Mosel hier nicht rum. Wenn halt der Band zieht, den hier wieder ab, dann kann ich schon mal Vorgewende fahren. Der zweite kann hier weiterpacken. Und wir haben ja noch genug sonst zu tun. Wir können Ballen vom Feld holen, Ballen verkaufen, Gras schneiden. Ich ernte gerade Feld 44. Was erntest du denn? Weizen. Weizen. Wenn ich nicht notiere. Na, Auftrag oder eigenes? Ne, 44 war ja deins. 44 ist mein eigenes Feld. Musst du doch wissen, was du angesehen hast. Ja, ich weiß, du weißt nicht mal, was vor 5 Sekunden war. Habe ich recht? Was war jetzt die Frage? Genau. Die Ente ist noch gar nicht wach. Wieder egal. Boah. So kennen wir doch unseren Tobi. Ja, die zwei kleinen Zicken wieder, ne? Anja wehr dich, die Anja braucht sie nicht wehren. Es ist ja kein Angriff da. Genau. Die zwei sind wie Brüderchen und Schwesterchen, die sind sich nur am Behekaken. Ne?
Reine Geschwisterliebe. Ja. Lieber. Wenn wir welche wären. Zum Glück sei das nicht, dann wäre er dann noch schlimmer hier. Ja, ein Bruder reicht mir auch schon. Ja, fahr. Ich hab gesagt, du sollst fahren, dann mach er auf. Er hat keine Lust zum Fahren. Der kriegt von mir keine Lust haben. Guten Morgen zusammen von Enrico. Enrico, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Enrico, moin, moin, grüß Enrico. Nun, Enrico, komm, Hans, weil der Hans, der Gans. So, der kann da drüben weitermachen und er kann hier weitermachen. Wenn er auf dem rechten Feld fertig ist, darf er hier weitermachen. Dann fahren wir mit dem nächsten wieder rüber, machen eine Vorgewende. Mach dein Ding. Dann steigen wir hier ein. Der hat noch ein paar Bähnchen. So löppt das. So geht da ein Dingsbums raus. Wenn ihr versteht, was ich nicht meine. Dingsbums. Eine Frage an meinen Chat-Zuschauer. Sind heute Morgen eigentlich die Alerts rausgegangen? Ja, gestern Abend war ja auch mal wieder, dass sie sehr, sehr spät rausgingen. Nicht die Alerts, die Benachrichtigung. Die Benachrichtigung, dass das komische Opa-Ding live ist. An der schreibt ja, sind sie. Herbie schreibt nein. Also bei mir sind sie angekommen. Twitch und Discord. Mhm. Und auch relativ zügig. Vor 28 Minuten habe ich die Benachrichtigung bekommen. Nein, vom Hans, nein, von Adam. Adam, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Moin, moin an alle. Moin, moin, Jay. Adam. Jay, dir auch einen wunderschönen Donnerstagmorgen gewünscht. Moin, moin, Jay. Jay, ja, aber nachdem du schon online warst, ja, selbstverständlich muss ich erst online sein, sonst können ja keine Benachrichtigungen rausgehen. Morgen zusammen von Adam. Moin Jay von Gebhardt. Prost! Ja, willkommen von Matze. Guten Morgen von Hans an Jay. Na gut, dann sind wenigstens einige rausgekommen. Jo. Adam, hast du vielleicht die Benachrichtigung gar nicht an, dass du die Glocke nicht an hast? Guten Morgen an Adam von Hans. Ja, aber sehr spät.
Na gut, jetzt sie sind zumindest rausgegangen. Das ist schon mal wichtig. Kannst du entscheiden, wo du hin willst. Ist ja furchtbar mit dir. Habe ich an. Wie gesagt, im Discord wird das auch immer gepinkt. Und auf Facebook in der Slow-Gruppe wird das auch jeden Morgen preisgegeben. Das wilde Faulion ist. Die hat auch eine Benachrichtigung bekommen. Gut. Ja, und heute Abend werden wir dann eine Dreimann-Rallye auf die Felder machen. Das wird ein Spaß. Ja, das gibt ein richtig schönes Chaos. Und ich bin nicht dabei. Ja, ist so. Du musst ja leider arbeiten. Du darfst ja arbeiten. Ja, heute ist wieder so ein Tag, wo der Geist sagt, juhu, hallo, und der Körper sagt halt die Fresse. Oh toll, wo ist das? Von der Nina. Rheinland-Pfalz. Und der Hans schreibt schon. Und Danny macht Auge. Wenn du irgendwann rummeckerst, weil du da eine Augen gekriegt hast, ne, bist du selber schuld. Du weißt, du darfst nicht zu viel am Augenbaum rütteln, ne? Die müssen erst nachwachsen. Und so schnell können die nicht nachwachsen. Du weißt ja nicht, was die für einen Augenbaum hat. Halleluja. Ja. Vielleicht ist es ja ein Mammut-Augenbaum. Ja. Und ab und zu macht das ja auch Gepard, ne? Ich glaube, der darf nur die nehmen, die auf den Boden gefallen sind. Und etwas überreif sind, ja. Schubs, die Bau. Peng. Ja, da war's. Und ich habe frischen Kaffee angesetzt. Ja. Mit Wasser? Ja. Mit Kaffee? Ja. Ja. Ja.
auch angeschalten. Ihr wollt mich verscheißern, ne? Die Kanne drunter gestellt. Nein! Ja. Die fragen bloß vor uns aber nach. Ja, ist Obi ja, so. Musst du wieder aufwischen. Obi ist so deppert. Ich hab das schon verstanden, danke. Nicht den Boden, danke Herbie. Und danke für den Discord-Link. Bin mal weg, hab was zu erledigen. Dani, mach das. Danke fürs Reinschauen. Bis später. Schönen Tag noch, Dani. Katze, hast du kalte Pfoten? Wo warst du denn? Hast du mit dem Wasser gespielt? Ist ja furchtbar. Nix war scheiße, nicht so. Was? Das ist noch eine ganz kleine Ecke. Komm, die mit ihnen ruckeln wir auch noch weg. Wer hat geschrien? Du. Weiß ich auch nicht, du. Wieso? Bitte, danke. Ja, dankeschön. Bitte. Ich hab nicht geschrien. Es war nur ein Erschrecken wegen der Kälte. Ja. Wenn ich schreie, hört sich das ganz anders an. Nein, kein Test. Brauchst du nicht machen. Nein. Nee. Nee, mach ich nicht. Nee. Wird jetzt ein Beethoven? Nee. Nee. So eine Art, ja. Nee. Oh. Was? Oh. Bin gleich wieder da. Oh. Hast du einen Flugschein gekriegt? Jo. Oh. Ist aber nicht nett. Bis gleich, Tobi, von Sambas. Jo, bis gleich. Tobi hat CE-Fehler oder einfach nur. Das erste. Aha. Super schönes Stream von Johnny. Dankeschön. Und mit Herzchen. Dankeschön. Seit neuestem. Ja, das ist wieder nach dem Update. Da haben die wieder so viel dran. Ja. Für schlimm bessert? Wir können auf jeden Fall das Spiel spielen, ne? Sagen wir mal so. Da können wir schon glücklich sein. Ja, funktioniert. Ja. Es könnte auch schlimmer sein. Ja. Dass wir gar nicht spielen könnten. CE-Fehler ist nicht gut. Ich glaube, wir haben den Spielstand wieder zerlegt. Nö, es läuft ja. Das kam erst nach dem neuen Update. Solange das Spiel noch läuft, ist gut. Und solange wir wieder raufkommen, ist auch alles gut. Jetzt haben wir es. Mach mir keine Angst. Genau. Ich bin jetzt wieder so weit, ich habe angefangen, meinen Berg zu bauen. Nein, nicht. Ich muss doch Mount Obi fertig kriegen. Genau. Keine Angst machen. Oh, eine Pflanze stehen gelassen. Du böses Ding, du. Oh. Nee, von Herbie. Ich warte nicht, war der Helfer. Könnte gleich eine Synchro geben. Jawohl. Singt dir mal ein. Du wirst bestimmt irgendwann nochmal zum Synchologen. Jo. Aber diesmal hat der Anja damit angefangen. Hä? Ja, sonst war immer ein anderer, der leider nicht mehr ist. Wir haben den CE-Fehler, so wie ich es mitbekommen habe. Ja, ist ja klar, wenn die Anja jeden Tag mitspielt, ist sie die Erste, die den CE-Fehler kriegt. Ich spiele auch jeden Tag mit. Die ja, ist ja grüßt. Gut. Mimimi. Mimimi. Fängst du jetzt mit mir an? Hallo?
Ja. Notiz an mich selbst, Memo. Tobi treffen, Ohren lang ziehen. Von hier bis nach Kaiserslautern. Und dann einmal um die Kirche wickeln und oben auf Spitze feststecken. Ui, dann alter enkle Ohrlöcher. Das Dann muss habt auf ihr den ein Server Ohr. neu gemacht, dann sollten wir den Spielstand von davor mal runterladen. Oh, keine Ahnung, Sam. Und ich muss dir ganz im Ernst sagen, ne? Wenn der Ding wieder abkackt mit dem Spielstand, dann nehmen wir uns eine neue Karte und fangen was Neues an. Ja. Moin, Das moin, Zwerg. wäre nämlich beinahe schon beim letzten Mal passiert. Da war ich ganz knapp davor, die Karte runterzuschmeißen. Guten Morgen zusammen von Zwerg. Zwerg, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Zwerg, grüß dich. Und dann machen wir eine Einhofkarte. Alle zusammen auf einen Hof zusammenarbeiten. Guter Plan, glaube ich. Ja. Dann haben wir uns genug damit rumgeärgert. Da ist er wieder. Phoebe! Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Das Gute weiß ich Frage. nicht. Ja. Wir haben sowieso schon über 20, 120 Folgen von der Karte hier. 125 oder so. Guten Morgen, Zwerg von Hans, WB Tobi von Hans. Danke, Hans. So, der kann jetzt gleich los. Vorgewende machen. Und wenn wir dann wieder auf Automatik haben, einen oder beide, dann kann ich mir nämlich nachher neuen Kaffee holen. Ja. Oh, Käffchen. Ja. Keks, hi. Na, Keks? Heute schon gekekst? Ich schleife euch mal ein bisschen mit durch den Dreck. Nee, gerade beim Kinderarzt raus. Oh, Kinderarzt hört sich nicht schön an. Nee, nee. Ich hoffe nur so eine Vorsorgesache. Ansonsten gute Besserung. Hust, hust. Ja, das strobt Jan schön. Hans. Siehst du an, er muss aber gleich husten. Ja, stelle muss man nicht Mimimi, da ein bisschen Staub hier. Immer eine Staublunge. Was haben wir schon, Herbie? Dankeschön, Herbie. Oh. Ja, danke schön, Herbie. Danke für das Wassermorsch. Da trinke ich doch direkt. Genau. Na denn, Prost. Prost. Wohl, Opi. Sowohl Anja, Prost, Tobi, Prost. Jo, Prost. Weiche. Schlückchen Was Kaffee. ja? Nur Vorsorgeuntersuchung, oh, das erleichtert.
Weil kinderkrank ist nicht schön. Nee, 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 nee. Mit der Juden Dalbo. Ich bin mal gespannt, wann die wirklich Aufträge rausbringen, auch hier mit diesen Arbeiten. Ja. Ich finde es sehr schade. Die haben die Möglichkeit und bauen sie nicht ein. So. Jetzt auf Mars setzen und Gas geben. So, mach deinen Job, wir springen zu dem anderen. Das ist nämlich fertig. Dann kann der auch rüber. Und dann kann ich Kaffee holen. Frischer, heißer Kaffee. So, du bist ja auf der Seite drin, ne? Fliegen wir dich hier hin. Geht schneller, geht mit zwei Fahrzeugen, ne? Ja. Guten Morgen alle zusammen. Hoffe, es geht allen gut. Dankeschön, stinkt dir. Ja. Und dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Also stinkt mir geht's. Dir, grüß dich. Mir geht's gut. Der mein geht's stinkt dir. Mir geht's auch gut. Tobi geht's auch gut. Und ich glaube, der Anja geht's auch gut. Anja? Ja, ich glaube, die Anja bekommt eine Erkältung. Das ist nicht gut. Das gleich. Ja, begeistert bin ich davon auch nicht. Guten Morgen, stinkt dir von Hans? Kannst du mir doch nicht krank werden. Ach. Okay, solange ich nur Schnodderseuche und Husten krieg, bin ich schon zufrieden. Schnodderseuche, das hört sich fürchterlich an. Schnupfen. Ja. Schnodderseuche. So, ich gehe mir einen Kaffee holen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich von Hans. Bis gleich von Herbie. Dun, 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 dun. Ich bin kurz raus, bis später. Von Herbie. Bis später, Herbie. Jo. Lass dir Zeit, Herbie. Genau, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Na, lässt du das, Mieze? Was würde Opi jetzt sagen? Kurz ist vorbei. Bis gleich, Herbie von Hans.
Anna wäre bloß nicht krank, das bringt nichts. Von Gebhardt. Mit Lachsmilies dahinter. Haha. Hey, Mietze, du sollst da nicht dran rumknabbern oder dran rumschlabbern. Schlabbern? Na, die wollte bestimmt auch mal ihre Zunge lüften. Ich soll mir aber nicht das ganze Teil hier wegfressen. Mein Headset-Kabel. Nicht gut. Nee, dann hören wir dich ja nicht mehr. Eben. Und du kannst uns nicht hören. Ja, doch, uns könntest du eventuell hören. Ja, wenn ich den Stream auf hab. Ja. Kann ich euch hören, aber ihr könntet mich nicht mehr hören. Dann müsste ich alles schreien. Oh, wäre das anstrengend. Über was bist du beim Discord drin? Über Handy oder? Über Handy. Na, dann machst du das Handy auf Mikrofon. Dann machst du das Handy. Ja. Nee. Oh, dieses Trampeltier. Jetzt hast du schon. Jetzt hast du schon Trommeldare in deine Wohnung. Nein. Ein Trampeltier namens Katze. Ah. Ich wieder da mit frischem Kaffee. Danke. BB Opi. Danke. BB Opi von Hans. Danke. Anja wäre bloß nicht krank, das bringt nichts von Gebhardt. Ich glaube, den muss ich mal zum Tanken schicken, ne? Prost, ja. BB-Opi so von langsam. Gebhardt, danke. So langsam sollte da mal tanken. Ui, ich hab Max voll. Nee, Anja, der ist unterwegs. Max. Da kann man okay Max voll machen. Nee, auf keinen das Fall jetzt den Max voll machen. Nicht. Das zählt ja auch nicht mit dem Getreide, gell? Stimmt. Du hast ja nicht gesagt, dass das Getreide Max voll ist. Du hast gesagt Max voll. Vielleicht ist das ja so ein magisches Wort und legt bei Max direkt einen Schalter um. Max voll? Bong. Bong. Nö, wenn Anja krank wird, nee, da muss ich auf mein Anja-Schnuckelchen verzichten. Das will keiner, gell? Ja, ich will das vor allen Dingen nicht. Außerdem hat sie keine gute Laune, wenn sie krank ist. Das ist ja noch schlimmer als Kettensee-Massaker. Vor allen Dingen ist das nicht schön. Nee. Bleib doch mal schön gesund. Ist nicht schön. Mach mal keine Dummheiten. Ja, ich versuche den Viren auszuweichen. Ja, Tobi, ansonsten müssen wir uns, ne, irgendwo hier so. Ja, ja. So Abschirmplatten und so besorgen, ne? Genau, so ein Quarantäne-Zelt. Ne, deswegen eigentlich nicht, weil ein Kettensägen-Massaker war ja schon schlimm, da musst du ja schon flüchten gehen, ja. Aber so wie die Anja vielleicht dann drauf ist, wer weiß, wo wir dann hinrennen müssen. Ne? Kaufen wir uns einen Bagger und buddeln uns einen Bunker oder so. Irgendwie sowas, ja. Oder wir bauen uns einen Oberflächenbunker mit 5 Meter starken Stahlbetonwände. Jetzt übertreibt ihr aber. Nein, wir haben nur Respekt vor der Anja. Mehr nicht. Anja, guck dir die Wiederholung an mit deinem Kettensee-Massaker, dann verstehst du uns. Irgendwann komme ich da hin. Haben wir eigentlich Wetterumschwung gemeldet gekriegt? Nee, ne? Eigentlich nicht.
Anja redet von Krankwerden, ich krieg Kopfschmerzen. Hallo? Hä? Hä? Ist aber nicht schön. Nein. Was machen wir da raus jetzt? Dann ist das alles Gippert schuld. So, Gippert ist schuld. Prost zusammen. Ja, nee, ist klar. Prost. Ja, danke. Und danke, Hans. Ja, ich versuche das mal. Mein linkes Auge tränt schon. Das ist nicht gut. Oh oh. Da knallt mir gerade ganz auf der linken Seite über den Kopf. Ich schaue einen Knall. Den hatte ich auch schon vorher, nur jetzt im Moment macht er sich noch mehr Bemerkung. Aber das könnte eventuell auch von deinem Nacken kommen. Ja, kann auch. Schön mit Kaffee nehmen, dann knallt die Suppe noch schneller. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Nee, aber musst du denn trinken oder was? Fängt das Meckern schon an? Ich habe nur den Suppenkasper zitiert. Ja gut. Na gut, dann drücken wir mal ein Auge zu. Ja, der linke. Welches? Kannst du aussuchen. Obi, wie sehen deine Produktionen aus und deine Gewächshäuser? Werden wir eben schauen. Johnny, werden wir eben schauen. So. Produktionen. Holz, da ist noch genug drin. Tomaten, Wasser haben wir genug. Ich habe gestern Wasser gefahren. Hier haben wir gar kein Holz mehr drin. Wir brauchen einen Zwölfer. Und in den Produktionen hier läuft das Mineralfutter nicht mehr weiter, weil wir keinen Raps mehr haben. Aber wir müssen in der nächsten Runde nochmal komplett alles mit Raps ansehen. Silage werden wir früher oder später nochmal nachwerfen müssen, aber erst können wir verkaufen, weil wir haben ja neue Ballen. Können wir später nachlegen. Also, Produktion soweit gut. Ich habe dir, Rami, ja gesagt, wir fahren heute Abend so schön nur auf Felder rum, ne? Ich könnte die auch eigentlich in Harvester stecken. Aber das dann nur, wenn die dann in einem anderen Channel ist. Das höre ich mir dann nicht an. Opi, dann darfst du weitermachen. Dankeschön, Johnny. Danke für deine Erlaubnis. Bin ich sehr großzügig von dir. Ich bringe dir auch zwischendurch durch den Kaffee und putze die Schuhe. Danke. Vom Feld 44 kommt ganz schön viel Zeug. Ich wünsche allen noch viel Spaß, auch zur Arbeit. Nordlich, ich wünsche dir eine ruhige Schicht. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Bis heute Abend. Ciao, Nordlicht, und einen ruhigen Arbeitstag. Wie sehen denn die Sachen von Tobi und Anja aus? Ich verstehe nicht, welche Sachen. Da meint bestimmt Gewächshäuser und sowas. Da kann ich nicht nachgucken. Die Gewächshäuser habe ich bei mir gestern erst wieder aufgefüllt. Meine habe ich vorgestern gewässert. Also alles schick, alles im grünen Bereich. Ja, die sind fleißig. Und ich bin jetzt bei der bei meiner eigenen Feldbearbeitung. Ja, mal keinen Auftrag. Nein. Gib keine Kartoffelaufträge mehr.
Weiß ich nicht, hab noch nicht nachgeguckt. Ich auch nicht, ich guck da so selten rein. Wo sind die Aufträge eigentlich? Da. Ernten ist ja nicht. Guck mal, Bayern, Zweimal Ballen, Kopern. düngen, rubbern, säen, nee, gar nichts. Umweltbewertung 54. Toll. Gut, ja, dann muss ich mal gucken, was ich habe. Hallo? Ah, Ich habe 5. 63, 63. Na gut, ich habe 45. Aber ich fange ja gerade erst an. Dann dürfen die auch weiterarbeiten. Das ist nett von dir, John. Dankeschön. Ihr dürft Das hätte ich so oder weiterarbeiten. so gemacht. Na? Na, ich muss auch irgendwie weiterkommen, also. Ja, dann Ich kann doch nicht einfach stehen bleiben. kannst du ja nicht so Widerworte zum Über-Johnny geben. Mann, ne? Na, das ist ja dein Johnny. Also gut. Dein Hof, dein Hofbetreuer. Du bist ja eben verkauft worden. Du gehörst jetzt mir, mein Johnny. So schnell kriegt man einen eigenen Johnny. Andere müssen dafür ein Geschäft und richtig Kohle hinlegen. Ich habe sofort einen Johnny gekriegt. Okay, Opi, damit kann ich leben. Gut. Hallo? Der hat mich vorher schon immer getriezt, macht dies, macht das. Jetzt gehört er auch noch mir, jetzt triezt er mich noch mehr. Jo. Mann, 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 Mann. Opi, irgendwas ist doch immer. Mhm. Das weißt du doch. Aber Anja hat nicht widersprochen, also kann er Anja auch noch triezen. Ja, jetzt gehört er mir, jetzt ist aus. Okay. Aber jetzt kann ich auf Warum jeden müssen die Fall immer Helden? sagen, wenn nichts mehr funktioniert, ne, oder Server abstürzt oder sonst was, ist Johnny gewesen. Ja, Johnny war es. Der Gebhardt hat heute Schuld. Ja. Ah, du Ja. meinst für die Zukunft, ja. Ich verstehe. Gebhardt kriegt immer dann eine ab, wenn er gerade mal dran vorbeiläuft. So Platsch. So, ach so. Im Vorbeigehen. Und So, da wie wo. so eine Gipsnuss. Nee, dann darf er direkt die Tüte Schuld mitnehmen. Ah. Wenn er schon auf dem Weg zum Container ist, kann er die auch da reinschmeißen. Ja, das stimmt. Gipsnuss? Ja. NCIS? Genau. Aha. So eine Gipsnuss auf die hohle Nuss. Aber vergiss die Ballen nicht einzusammeln. Das werde ich noch machen. Wir sind ja gleich hier fertig. Die Felder bleiben dann so liegen. Die möchte ich ja für heute Abend haben. Dann werden wir uns die anderen arbeiten. Wir werden gleich Ballen verkaufen und dann gehen wir Ballen einsammeln. Ja, schon mal Kohle machen. Jo. So, und wenn ich das Feld fertig abgeerntet habe, gehe ich ans Stroh einsammeln. Und dann wird gemulcht. Oder? Opi, Hilfe. Was hast du Hallo? denn? Du kannst anfangen mit Mulchen. So, Liste mit Arbeiten sind abgehakt. Wunderbar. Dann haben wir Johnny schon mal, ne, dass er wieder ruhig Da ist. ist so Johnny zufrieden. Da haben wir Kein den Maul Johnny wieder mehr. ruhig. Also, nach dem Stroh einsammeln, Kannst erstmal du mulchen. erstmal mulchen. Wenn du dann willst, kannst du direkt kalken. Oder du kannst auch erst grubbern und dann kalken. Ich habe keinen Grubber. Den müsste ich mir erst besorgen. Bei mir. Ja, oder bei mir.
Ich habe doch einen kleinen. Ich habe sogar einen kleinen Gruber auf dem Hof stehen, der von dem Auto. Ah, ne, den kannst du, glaube ich, gar nicht benutzen. Da musst du meinen normalen Gruber nehmen. Und dann haust du. Ich finde, kannst du auch meinen haben. Dann haust du Kalk sind drauf. Alles... Da du ja keine Direktsaatmaschine hast. Nee, ich habe keine Direkt. Dann kannst du ansehen. Nach dem Ansehen kannst du düngen. Und nach dem Düngen walzen. Weil merken immer erst nach der Saat düngen, weil die Düngemaschine sonst nicht weiß, was du gesät hast. Oh, geht das gut? Oder machen die jetzt Klatsch? Na, das passt. Das passt. Aber alle Maschinen voll tanken und reinigen nicht vergessen. Ja, Sir, Colonel, Sir. Bringt ja nichts, wenn ich mit dem Steinesammler drüber fahre. Ja, ja, Steinesammeln musst du auch noch nach dem Grubbern. Entschuldigung. Entschuldigung. Nach dem Grubbern Steinesammeln nicht vergessen. Dann habe ich selber gegrubbert. Nein, eben nicht. Das eine ist Grubbern, das andere ist leider nur Saatbettvorbereitung. Der Steinesammler grubbert nicht. Ja, sagt aber das Spiel, ich geh grubbert. Ja, jetzt vielleicht auch nicht mehr, Anja. Hm. Ich muss hier lang. Jetzt vielleicht nicht mehr. Schauen wir mal. Ich hab's noch nicht ausprobiert, wenn du... Ja, dann hast du ja mal keine Steine. Wenn du nicht grubbert, hast du keine Steine. Genau. Weil die musst du da erstmal aus der Erde rausholen. Und Steine brauchst du, damit du Kalk kriegst. Ja. Hast du eigentlich eine Kalkfabrik? Kalkstation habe ich. Mhm. Kalkstation? Ja, die schmale. Da schmeißt du Kalk rein, Steine rein und kriegst Kalk raus. Genau. Gut, das ist richtig. Mit dem Wasser zusammen. Ja. Das hat gehakt. Really? Ich habe kein Frontgewicht dran. Oh. Hat mir gerade die Vorderräder in die Luft gebaut. Hui. Und wenn wir gleich zuerst mal tanken, ne? Damit der Johnny nicht weiterhin die Augen verdreht. Das sehe ich bis hierhin. Der starrt die ganze Zeit auf die Tanknadel. Wann ist er leer? Wann ist er leer? Wann ist er unten? Dann kriege ich ihn, dann habe ich ihn, dann kriegt er nochmal eine drüber. Nein, der Johnny ist ein Lieber. Ja, ist er auch. Außer wenn er mich anmault, dass ich mal endlich meinen Job vernünftig machen soll und so, ne? Erst danken, sonst vergeige ich das. Opi, danken. Hab ich, bin dabei. Wir werden aber mit dem hier fahren, gleich. Weil der. Opi, gönn dir danach erstmal einen Kaffee und eine Zigarette. Wow! Oh! Dankeschön! Sollst du eine Pause machen von Johnny? Ich habe Sonderpause. Eine Johnny-Pause habe ich. So, erstmal sauber machen. Auf das allen schlecht wird. Was los, Anja, warum machst du? Mir soll nicht schlecht werden.
Hörbi, streck mir die Zunge raus. Selber, Hörbi. WB, Und der Hörbi. Discord-Link, Dankeschön. Willkommen zurück. WB, Hörbi. Du, alles wieder selber. So, einmal Zunge lüften für den Hörbi. Bäh. Du bist ja frech. Gar nicht. Musst du den Hörbi begrüßen, vernünftig? Ja. Abschlabbern muss ich nicht. Das wäre komisch. Ja. Ich bin ja kein Hund. Ist noch Therapie? Ach so. An der kriegt auch die Zunge rausgestreckt. Na, wenn sie anfängt, ist ja kein Wunder. Es ist doch mittlerweile ein Ritual geworden. Ja, doch. So, hier haben wir nämlich alles soweit fertig. Nimm doch nicht immer alles auf der Schippe. Das Ding ich heißt leg doch Goldwaage. Alles auf die Goldwaage. Ach so. Nee. Warum machst du denn sowas? Weil so einer hat? Weiß, welchen Preis ich kriege. Ach so. Yeah. Erstmal eine basteln. Mach das, Obi. Juhu. Ihr lieben Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Nein. Hä? Die Qualmerei. Ach so. Oh, da ist Regen angemeldet. Wann soll denn der anfangen? Ja, von 10 bis 11. Oh, das soll uns egal sein. Ja. Das ist uns real. Und wie egal uns das ist. Anja, du besitzt einen Steinesammler, ne? Ja. Der Tobi auch, ne? Ja. Dann könnte ich mir heute Abend eventuell deinen Steinesammler ausleihen? Ja. Weil wenn wir mit Allemann grubbern, dann können wir auch mit Allemann danach Steine sammeln. Zen und Io haben sie aus Weihe. No. Da muss ich die Dinger nicht auch noch mieten. Kost Geld. Und den Discord-Link, danke, Herbie. Und das hat der Opi nicht. Oh doch. Ja, da ist aber schon alles verplant, das Geld. Mhm. Für den Mann und Opi? Dann wird halt umgeplant. Ach so. Ich glaube, der muss auch ganz dringend mal sauber gemacht werden. Oh nö, der geht ja eigentlich noch. Ist gar nicht so dreckig. Dann werden wir dann heute Abend zusammen garuppern. Mit ganz kleinen Geräten. Und danach werden wir dann Steindall sammeln. Dann dürfte das Stream auch schon durch sein. Theoretisch. Und falls er nicht schon vorher zu Ende ist, weil so etwaige Mitspieler vor Lachen vom Stuhl gefallen sind, ne? Das wär's doch, hm? Vom Stuhl gefallene Mitspieler. Arbeiten wir deswegen. Solange sich der Mitspieler sich nicht verletzen tut. Ja. Arbeit beendet wegen Stuhlgang. Das hört sich ein bisschen komisch an. Der hört sich komisch an, ich weiß, aber der ist ja vom Stuhl gefallen. Ja, das ist ja mal ein bisschen dumm. Was ist dumm? Hm? Ja, nach dem Gruppern Steine sammeln, hat genau die gleiche Struktur. Ja, deswegen nehme ich dann immer die andere Richtung. Tipp von Anja. Wenn du längst grubberst, musst du quer Steine sammeln. Jo.
dann sehe sogar ich Blindfisch dort. Man kann es aber auch hingehen, nach dem Gubern direkt kalken. Ja, könnte man auch, ja. Dann siehst du das richtig gut. Genauso werden wir das auch machen. Ja. Dann können zwei Mann Steine sammeln und einer kann alle Felder vorweg kalken. Wie hast du früher mal gesagt, Sichtkalken? Ja, Sichtkalken. Wir haben immer Kalk draufgehauen beim Ansehen, damit man die Bahn vernünftig sieht. Erst tanken, Obi. Erst tanken. Tanken. Dot Guide. Mach bling. Bling. Ripperlipsen. Machen wir dann mal das Dickschiff sauber. Jetzt dürfte sauber sein. Reicht. Noch die Dalbo sauber machen. Ey, was? Ey, was? Wie? Was? Oh. Die Katze wollte an meine Kekse. Oh, geht ja mal gar nicht. Ganz böse. Nein, es geht gar nicht. Wenn der Keks da schon nicht dran darf, ne? Ja. Das wäre ja fast wie Vaterlandsverrat. Gibt's auch Mutterland? Ich keine Ahnung. Okay. Naja, es gibt ja auch Mutterboden. Warum nicht? So, den stellen wir auch weg, dann holen wir uns den anderen wieder. Der hat volle PS-Leistung, weil der nicht kaputt gehen kann. Schön unter das Vordach stellen, das passt. Ich glaube, dem geben wir jetzt ein Gewicht mit. Das wird nutzt, egal, Hauptsache ein Gewicht dran. Genau. Jetzt mecker ja nicht rum, weil das ein Fendgewicht ist, ne? Mann. Hä? Ich meinte den Trecker. Ach so. Weißt du auch, wie die Zugmaschinen sind? Bisschen meckerig. Mhm. Dann gehen wir Ballen verkaufen. Husch, husch, ihr Feldvögel. Ach, jetzt sind schon Feldvögel, keine Erdvögel mehr. Oha. Oh. Anja, bleib ja gesund. Schnief, schnüff. Upi, wie sieht denn der Ballenwagen aus? Ja, da war gestern Nacht war ein Sandsturm, ne? Und Drecksturm. Ich konnte nicht schnell genug reinstellen, deswegen ist er so dreckig. Zieht die Ausrede? Ja, sieht bei mir genauso aus. Ja, ne? Uwe, Kaffee für alle. Uwe, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Danke für den Kaffee. Uwe, moin, Uwe, und danke für den Kaffee. Ja, die zieht Ast rein. Zumindest meine Ausreden funktionieren noch.
Wenigstens etwas, ne, Opi? Ja. Na, das ist vernünftig, das ist gut. Moin, Uwe von Gebhardt. Prost! Zum Wohl, Opi! Mein Problem ist jetzt, ich muss erst ein Feld leer räumen, damit ich wieder ein. Ich muss gleich einmal Ballen sammeln, ich muss ein Feld leer machen. Darf doch nicht nur meckern, nee, ne? Der muss auch ab und zu mal gelobt werden. Sonst kann ich nämlich kein Ich gehe mir Kaffee holen Bild erzeugen. Mhm. Mhm. Mir Kaffee holen will. Mhm. Ich habe seit Montag wieder Internet, 500 Gigabyte Download und 120 Upload. Oh, das hört sich gut an. Ja. Damit Hauptsache, auf jeden ihr Fall wisst, klarkommen. Was gemeint ist. Und downloadest die Daten, die er sich anguckt, die er reinholt in seinen Rechner. Und Uploads ist die Daten, die er rausschickt. Also Empfang und Senden. Empfangen mhm. und Senden, so. Upload ist Senden und Download ist Empfangen. Jetzt hat die Anja wieder was dazugelernt. Genau. Ja, und morgen früh dürft ihr mir das nochmal erklären. Das ist vollkommen in Ordnung. Machen wir doch glatt. Kein Problem mit Anja. Kein Problem. Wir können doch ja nicht schriftlich machen. Nein, will ich nicht. Dann kannst du das speichern, dann kannst du erstmal nachlesen. Hä? Aber sonst geht's noch. Ja. Mit, ja. 10, mit 10 Upload kannst du ja nicht anfangen. Ist denn der Tobi morgen Abend auch mit dabei? Nein, der Tobi ist auf Nachtschicht. Morgen Abend? Na, klar, heute morgen Abend. Heute Abend. Da steht immer morgen. Morgen ja. Abend kann es sein, dass wir auf der anderen Map sind. Ach so. Das steht aber noch in den Sternchen. Da kriege ich früh genug Bescheid. Aber da kann ja der Tobi mit im Chat. Ja, kannst du mit dem Chat, ja. Du bist ja Mitspieler. Kannst du auch mit dem Chat. Die Anja kann mit dem Chat. Mhm. Das Ramsel-Ding kann mit dem Chat. Wenn das Ramsel-Ding... Zeit ja, wenn die nicht andersweitig beschäftigt ist, selbstverständlich. Portugal, die erste, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Portugal hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Audis. Keine Ahnung, was das bedeutet, könnte das mal jemand googeln. Oh. Und dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Follower. Moin Moin Portugal und herzlich willkommen. Wie wurde das letzte Wort geschrieben? A, C, C? E, E. E, E. Klingt wie aus einem Anime. Schauen wir uns den Charakter, der so heißt. Ja, bloß es hat sich jetzt eher so, wie ich schon gesagt, Portugiesisch oder sowas angehört. Ja, das stört mich ja auch gar nicht, nur ich möchte nicht haben, nee. Dass da was ganz anderes hintersteckt. Genau.
Rote Ratze ist ein Anime. Aha. Ah, okay. Dankeschön. Ah, Ace. Ein Charakter, Ace heißt das. Ace, die Ace. Da ich mit Animes nichts am Kopf habe und lieber vorsichtig bin. Aber schönen guten Morgen gewünscht. Genau, moin moin. Und nochmal herzlich willkommen. Die, 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 Na die, dann, die. willkommen im Altenheim, Ace. Und dann müssen wir eben mal ein Feld leer räumen, sonst kann ich gleich kein Kaplon gehen. Moin Portugal. Und Johnny. Oder heißt er Portugal? Keine Ahnung. Muss damit leben, wenn ich das falsch ausspreche. Ja, oder sie? Oder sie. Oder sag einfach Ace. Ja. Ja, wir werden sehen. Oder auch fünf. Lady. So, bin noch mal weg. Schönen Tag euch noch. Enna, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß beim Schweißen. Bis heute Abend. Bis Ciao, ciao. eine. Portugal oder Ace ist egal. Ja, hättest du eh mitleben müssen. Da kenne ich nix. Wir haben auch Leute, die haben so viele Buchstaben im Namen, die man nicht zusammensetzen kann. Die heißen ganz einfach Buchstabensuppe. Das ist so, wie es ist. Jetzt müssen wir mal eben Jupp. den Anhänger sauber machen und reparieren, ne, bevor ich da gleich nochmal so einen Zaunpfahl abbrich. Wir gehen sonst die Ausreden aus. Die Ausreden. Nein, die sachlichen Fehlervertuschungsangaben. Ja, genau. Das machst du aber brav. Ja, ne? Ist ein Feini, ne? Ja. Macht der Feini brav. Feine, 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 feine. So, endlich, Puh. Hast du es geschafft, Herbie. Aber du weißt ja, was Mut hat Mut. Nur dass die Kleinen immer so schnell groß werden. Mann. Ja, furchtbar. Wie brav. Ich krieg direkt wieder einen drüber. Ja, der eine lobt mich nach oben, der andere zieht mir direkt wieder die Füße weg. Klatsch, bist du wieder unten. Das ist dann Balance. Ja, besser als irgendwo dazwischen. Reparieren. Gewicht auch, ja klar. Warum nicht? Sauber machen. Wartmut hat Mut, ja. Wartmut hat Mut. Das mit. Ich würde mich auch fürchterlich erschrecken, wenn der Herbie mich plötzlich lobt. Waschen bitte. Bin ja schon dabei, Schnucki. Kein Stress. Dann will ich aber erstmal fragen, ob bei Herbie alles in Ordnung ist. Ja, wann war das, gestern oder vorgestern? Da hat er nämlich auch so einen losgelassen. Ja, Oh. ja, ja, ja. Direkt Schweißausbrüche, Panik in den Augen. Was ist nun los? Wer hat Herbie kaputt gemacht? Doch, wollen wir eben einsammeln gehen? Mal eben, das Feld ist rappelvoll. Guten Morgen, Opi und alle zusammen vom Norwegen. Nils, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, bei dir Moin, ist moin, es Norwegen gut. Nils. Grüß dich. Na, fahr doch weiter. Dong, Ja, dong, dong.
Long, voll long, die long. Äste in die Schnüss gekriegt. Oh. Anja, die Bäume bleiben stehen. Wie kaputt gemacht mich? Moin Nils, bei mir ist alles soweit ganz gut. Soweit plötzlich schon nicht so prickelnd an. Discord liegt von Herbie. Danke, Herbie. Bin 18 Jahre und 2 Meter groß. Uiuiui. Aua. Ich bin ein Stück größer als eine Bordsteinkante. Anja, hast du ja am Baum gestoßen? Nee. Aber die 2 Meter haben mich gestoßen. 2 Meter leck. Okay, für einen 18-Jährigen ist es schon, ja. Berufswunsch, Basketballspieler. Anja, alles wird gut von Nils. Wenn du das sagst, Nils. Auch. Zwei Anhänger voll habe ich schon von Feld 44 runtergeholt. Ich bin gerade Fußballspieler. Nils, du bist dir ganz sicher, dass alles gut wird? Und Herbie streckt dem Nils jetzt die Zunge raus. Moin Stefan und Chris dreht Schneebälle ab. Ja, da haben sich zwei wieder lieb. Das ist bestimmt auch Geschwisterliebe. Ja, die zwei haben sich auch gerne. Und Herbie der macht direkt Schneeballschlacht. Und Opi kriegt auch welche ab. Dankeschön. Morgen Nils vom Hans. Boro. Hier mal die Sachen mal auf die Lagerfläche stellen. Und die Anja kriegt Schneebälle ab. Und der Tobi kriegt Schneebälle ab. Sag ja, Schneeballschlag. Danke, Nils. Danke, Nils, für die Schneebälle. Die muss ich aber in meinen Tiefkühler tun, sonst schmelzen sie. Kannst du den Glas kippen, tropfen lassen, kannst du dann als Bausatz verkaufen. Ah, okay. Hier, echter Norweger Schnee zum selber machen. Was ist der Marsch von Enrico? Tobi kriegt auch noch welche ab von Herbie. Enrico, danke für den Wassermarsch. Mach ich eben. Genau, Wassermarsch. Prost. Ja, Prost. Ja, zum Wohl, Opi. Zum Wohl, Anja. Ah ne, Herbie, den deutschen Schnee möchte ich nicht. Prost, Hans. Das ist Spezial Herbie-Schnee, hallo? Ach so, okay. Prost. Na, denn immer gerne, denn her damit. Der kriegt auch einen Sonderplatz. Ein Sonderplatz im Regal. Opi, ich krieg Schnee mit Schwerter und Axt? Was? Skull von Gebhardt. Prost! Mein Hans kriegt auch. Mit Steinprobis. Sowas macht man nicht. Nee. Das tut weh. Sowas macht man nicht. Danke, Nils von Hans. Keine Brutalinskis hier.
Nee, es gibt genug Potalinskis auf der Welt. Brauchen wir hier nicht. Eben. Balla balla sammeln. Balla ballas. Viel Spaß dabei, Uki. Das ist rot und nicht gut für die Zähne? Weiß ich nicht. Danke, Anja. Ist das wieder so ein Flachwitz? Ich schätze wohl. Moin, Enrico von Norwegen. Zahnfleischbluten? Wir werden bestimmt gleich die Antwort kriegen. Tobi kriegt Schneemänner. Oh, gleich ganze Schneemänner. Kein Bausatz. Ein Ziegelstein. Ein Ziegelstein. Toll. Ja, die sind ja rot. Nachdem sie gebrannt sind. Genau. Gebhard, ich glaube, da kannst du besser. Anja, Erdbeeren. Jawohl, machen noch die Zähne lecker. Rot. Lecker, ich mag Erdbeeren. Komm, Nils, jede Menge Erdbeeren. Ich mag auch Einhörner und Drachen. Ja. Oh, ist der klein geworden. Ich glaube, du bist gestrumpft, Tobi. Oh, Robby. Das haut auch mit meinem 1,83 Meter nicht schon. Geht's wohl. Muss ich mir die Beine absägen. Nee, lass das. Nur imaginär. Na Anja, Mann. Und Tobi kriegt ganz viel. Oh, jetzt siehst du, du kriegst schon mal zum Wachsen. Oh, eine Menge Donuts. Das ist schon mehr was zum Platzen, ne? Und das Pferd haben wir schon mal runtergeruppelt. Ah, Mami! Voll! Ich sag meine Kaffeetasse, ja, werde ich mal gleich den nächsten Trigger vorbereiten. Das ist ein Zuckerschock, ja. Ja, für Opi vielleicht. Aha, du wolltest also jetzt zur Aussage bringen, dass du ein Fressack bist. Ja. Na gut. Und ohne, dass ich zunehme. Deshalb. Bist du auch so ein, da ist Wind, ich geh nicht raus? Nö, das stört mir nicht. Aber ich bin schlank gebaut. Und ein Anja-Drache mit der Zunge rausgestreckt. Da bleibt er nicht aus. Könnte nur ein bisschen laut pfeifen, wenn es windig ist bei mir. Der hat durch die Rippen. Ja. Das haben die Langen so an sich. Die Langen dünnen. Dünn. So, den kann ich... Mein Filius ist ja auch so ein langer, dünner. Dafür kann ich aber nicht, dass mein Stoffwechsel. Und der Opi kriegt die Zunge rausgeschreckt. Danke, Herbie. Allerliebst von dir. Ich hab auch einen Stoffwechsel. Jedes Mal, wenn ich meinen Schlafanzug ausziehe und die normalen Klamotten anziehe. Hast du einen Stoffwechsel? Ich den Stoff gewechselt. Ja. Aha. Mhm. Ja, Anja. Nee. Ja, nee, von Herbie. Ja, ja, so ist das in die Leber. Mhm. So, du kannst hier stehen bleiben. Ich brauche einen anderen Träger. Das finde ich hier so schön. Träger fahren, werde ich gehen. Träger! Ah ja. Komm, wir fänden uns ein. Die.
Wir hatten am Anfang so viel Angst davor, dass wir nicht genügend Platz haben, dass jeder genügend Träger hat und so ein Kram alles, ne? Upi, Kaffee holen? Ja, gleich. Na gut, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz gekriegt. Hä? Ich habe mittlerweile 1, 2, 3, 4 Träger. Ich habe nur 2. Reicht doch. Ich habe auch 2. Plus die zwei Liniengeräte. Und ein Mähdrescher. Ja. Du hast dir direkt 2 Aufträge geliehen, damit du Zugmaschinen hast. Nein. Nein. Den Kartoffelroder und ach so, ja. Den Träger mit Anhänger. Und zuerst mal eine Runde Forstgewände. Forstgewinde. Forstgewinde. Und die Kaffee holen gleich. Die hetzen mich schon wieder. Jupp. Verstehe ich nicht. Warum hetzen die so? Ich weiß nicht. Der Tag ist doch lang genug. Du Opis und Omis. Barbie, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Barbie, grüß dich. The real Fabi. Ich fahre jetzt erstmal meinen Drescher reparieren. Mach das, Anja. Und dann geht's weiter mit dem Ernten. Moin Fabi von Hörbi, Fabi. Moin Fabi von Hans. Ich wünsche allen einen wunderschönen Nachmittag und bis heute Abend, meine lieben Farmis. Johnny, ich wünsche dir auch einen schönen Mittag. Lass es dir gut gehen. Bis heute ciao, Abend. Johnny. Einen angenehmen Tag gewünscht. Einen schönen Tag noch, Johnny. Gut zusammen von Barbie. Und der Fabi hat ein Tier 1 ab da gelassen, im dritten Monat fortlaufend. Danke Fabi für deinen Sub im dritten Monat. Du weißt ja, der dritte ist der wichtigste. Dankeschön. Also hast du deine Tankstellenrunde geschafft.
lackiert wird, das Ding nicht. Wird ja auch nichts bringen auf dem Dreck. Bitte, bitte, Dankeschön. Ganz großes Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, wenn ich schon hier bin, kann ich auch tanken. Ja, hab ich geschafft. So, dann kann ich ihn jetzt hier eigentlich auf Automatik setzen. Gib Gas. Und gucken, ob der da hinten klarkommt mit dem abfallenden Gelände. Ansonsten muss ich ihn wieder auf die kurzen Bahnen setzen. Und wir können dann gleich Kaffee holen, besser sagt ich. Prost! Ja, Prost! Wohl, Loki. Danke. So, ich gehe im Kaffee holen. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Dum, 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 dum. Genau so, Anja. Hunger. Was, du hast Hunger? Ja. Sag mal, ach so, ich habe einen knurrenden Magen. Mhm. Mal gespannt, wie viel Anhänger ich dann noch runterkrieg. Vielleicht noch einen. Nils. Das erkenne ich nicht ganz so, was soll das sein? Ach, Kaffeetassen. Nee, Toilettenpapier. Ah. Für was ist denn das Toilettenpapier? Weil du ich heulst auch... oder so? Ich heule nicht, nee. Hab ich oder zum Abtrocknen vom Schnee? Nee. Ja, Obi, dein Helfer, der hängt irgendwie fest. Ja, ja. Damit hat der Upi nicht gerechnet. Hat er nicht mit einberechnet in seine Berechnung. Ja. Da, 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 da. Bin ich schadenfroh? Nö. Ja. Was machst du eigentlich, Tobi? Steine sammeln. Steine sammeln? Steine sammeln. Wieso bewegst du dich denn nicht? Weil ich gerade jetzt eine rauche. Aha. Die sogenannte 5 Minuten, 15. Zum Abtrocknen. Warum sollten wir abtrocknen? Bin da gar nicht nass geworden, Nils. Wegen deinem Schnee. Da ist doch im Glas drin, da bin ich doch gar nicht nass geworden. Du kannst dann aber auch alles verderben. Wieso? Den behalte ich doch. Bis dies Jahr Winter, dass ich dann auch mal ein bisschen Schnee habe. Den verteile ich dann vor meiner Haustür und dann sage, guck mal, bei mir hat sich Schnee. Mhm. Alles klar. Dass der Helfer das aber auch nicht von alleine hinkriegt. Na wieso, wenn der Wendekreis größer ist wieder und da. Dann der Wege steht, WB. Ja, Opi, dein Helfer war ja richtig gut. Naja, ich weiß. Ich hab geahnt, dass er das nicht schafft. Deswegen habe ich ja hier immer diese Bahn normalerweise genommen. Palim, palim? Palim, palim? Hä? Na, hat der Herbie geschrieben, palim, palim. Palim, palim. Ja, Prost, frischer heißer Prost. Kaffee.
Schulter, heißer Kaffee. Zum Wohl, Opi. In Opis Tasse. Hans. Groß danke, Herbgroß danke, BB danke. Danke, 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 danke. War da ein... Ich wollte gerade sagen, da war da ein bisschen Bonanza drin. Ja. Boni und sein Nanza. Der und steht kann ich ja lesen, aber was das andere bedeuten soll, weiß ich nicht. Der Träger steht, ach so. Das macht nichts. Der Helfer hat Pause gemacht. Pause. Nee. Kann man eine Bahn fahren und schon Pause machen. Ja, das sind aber die ganz seltenen Sorten von Trecker. Das sind Stehtrecker, ne? Die kriegt man nicht überall. Ach so. Scheiß Tastatur. Ja, so ist das im Leben, Herbie. Kennst du doch. Und den werden wir jetzt gleich aber wieder stoppen. Dicke Finger. Ja, wenn man solche Wurstgolben hat, dann ist das so, ne? Hä? Wurstkolben? Ja. Herbie hat... Hab ich auch noch nie gehört. Herbie ist am Fettfingern. Irgendwie vermisse ich hier einen. Achso, ihn. Den wollen wir. Wir wollen ja weiter... Ne, wollen wir weiter Ballen sammeln oder Ballen wegfahren? Ballen wegfahren. Ja, sonst findet der nächste Helfer deine Ballen auch wieder. Ja, den werde ich nächstes Mal von der anderen Seite anfangen lassen. Nicht von hier oben, sondern von unten. Na, da fährt ja das Tobi. Ja. Ja, wo ich bin, ich werde... Ja, bin ich so ein Hemdling wie du? Ups, das stört mich gar nicht. Ich weiß, wer ich bin. Wer bist du denn? Deswegen kriegst du auch nur ein müdes Lächeln. Daddy. Bin ich schnucklig, Harry. Ey, bremsen! Ah, 1,87 groß bin ich. Ja, das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Darfst du lieben gerne sein. Ich bin 1,65. 1,83. Ich bin kleiner als der OP, also. Ein Setzei. Quack, quack. Setzente? Ja, die Ente muss doch das Ei erstmal gelegt haben. Ach so, ja, stimmt. Und der Fabi haut 110 Bits raus. Dankeschön, Fabi. Danke, danke, danke. 1,0? Ja, Notruf. Aber zu viel Kilogramm habe ich auch. Ich bin auch zu fett. Nee, die habe ich nicht. Kröte, Opi, Kröte. Nein, die Anja ist keine Kröte. Hab unterewischt. Anja, ups.
Was? Anja hat gesagt, Herbie hat gesagt, du bist eine Kröte. Ich bin doch keine Kröte. Na, quack, quack. Wie gemein. Na, quack, quack. Aber eine Ente bist du eigentlich auch nicht. Quack, quack. Eine Ente bist du eigentlich auch nicht, nee. Enten schnattern den ganzen Tag und das machst du ja nicht. Nee, das stimmt. Hä? Ich bin auch kein Gans. Quack, quack. Hey, du Schlingelino. Oh. Und außerdem Kröte war da der Herbie, der Frosch. Nicht Herbie, Komet, Entschuldigung. Ja, Komet ist ein Frosch. Großer ja, weißer weil Vogel. Er die ganze Zeit durch. Ein Schwan, ein meinst Schwan. Du, ne? Ein Schwan. Großer weißer Vogel, ein Schwan. Keine ja. Wilde Gans. Das stimmt. Tauchen kann sie gut. Hä? Abtauchen. Nicht tauchen, fauchen. Achso, fauchen, ja. Das können Gänse auch. Schwäne. Ja, und das sehr gut, so, ja. Und guten Morgen an alle von Philipp. Philipp, dir auch einen wunderschönen guten Morgen wünscht. Moin, hey, moin, Philipp. Grüß dich. Zum Glück bin ich ja ein Drache. Ja, wollte ich gerade sagen. Und guten Morgen vom Hans und Philipp. Herbie muss sich gerade gute Laune verschaffen. Da muss die Anja ein bisschen hinhalten. Bäh. 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 Sowas. Aber auch. Oh jo, mein Magen knurrt. Oh da. So. Da gibt richtig schön Geld mit dem Umweltbonus. So, Pizza bestellt. Ui. Ui. Was kriegt denn deine Frau für eine Pizza? Das werden wir wohl nachher sehen. Vielleicht schreibt er dir auch. Da kommt bestimmt gleich verratig nicht. Nee, oder er schreibt dann rein eine leckere. Oder sowas. Hm. Das gibt eine Opi Anja Tobi Pizza. Ja. Die wir nicht kriegen. Nee. Genau. Dönerpizza mit Tzatziki kriegt sie. Gut. Ah. Ich bestelle mir immer die Gyros-Pizza. Also anstatt Döner ist da Gyros drauf. Ja, ich bestelle mir... Wie bitte? Verschiedene Pizzen. Ja, wir eigentlich auch. Hauptpizza ist Calzone, aber ab und zu wechselt die Omi, wenn du bestellst. Aber heute brauche ich ja nichts bestellen, ich habe noch genug von gestern. Was ich mir gestern Abend gemacht habe. Und ich Calzone mit Dönerfleisch. Lecker. Was hast du denn gestern gemacht, Anja? Ich habe mir da Fleisch in die Pfanne geschmissen, in kleinen Stücken geschnitten vorher. Hab's anbraten lassen. Hab die Bandnudeln dazu geworfen, die ich noch übrig hatte. Und hab dann 250 Gramm geriebenen Emmentaler dazu geworfen. Yay! Aha. Wir essen ab und zu mal Sushi.
Ich habe noch nie Sushi gegessen. Noch nie. Ich auch noch nicht. So nein, 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 so, nein. So offiziell. Oh, wir haben schon wieder 2 Stunden rum. Wir sind schon in der Gratiszeit. Oh. Ui, schön. Also, alle Opi-Pizza, die ist auch lecker. Lecker, Anja, von Herbie. Also, aller Opi-Pizza. Mhm. Gratis, ja. Gratis. Ja, mein Magenknurren ist auch gratis. Ja, mein auch. Meine einer. Derer von Knur. Mhm. Und da ist der Discord-Link. Dankeschön, Herbie. Da bin ich froh, wenn ich irgendwann ein Lenkrad habe, ne, damit dieses Umgewackle hier aufhört. Diese ständige Nachgelenke. Irgendwann in den nächsten 300 Millionen Jahren werde ich ernst kaufen. In 300 Trilliarden Jahren. Ich glaube, bis dahin ist die Erde gar nicht mehr da. Ne? Krieg ich schon Weltraumlenker? Keine Ahnung. Naja, versuchen kannst du es ja mal. Weltraumlenkrad zu bekommen. Krieg ich ein Opi-Lenkrad mit einem eingebauten Knall. Super Knall. Super schöner Zwieben, Opi. Dankeschön. Samt Herzchen vom Hans. Danke. Und ein Discord-Link von Herbie. Dankeschön. Und wieder zurück. Verkaufen. Ich habe frischen Kaffee hier stehen, die ganze Zeit nicht getrunken. Ist ja fürchterlich. Prost! Prost! Wohl! Dum 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 dum. Los zum Hans, dankeschön. Ito. Der Hans, der ist heute ausgefranst. Also da kann es jetzt nicht mehr, da ist er ausgefranst. Ja, jetzt kann er nicht mehr, jetzt ist er ausgefranst. Morgen ist er wieder weg. Na, komm, aha, dann kommt morgen kann er es wieder. Da kommt wieder irgendwas anderes. So, fertig. War schön, dass wie Mobi. Dankeschön. Jetzt so. Wird mein armes Trächerlein mal sauber gemacht. Ah. Samt Obi-Guy und Herzchen. Der Hans lässt sich kaputt. Der sieht aus. Als hätte er im Schlamm gespielt. Schlammspieler. Ich habe auch einen Schlamm gespielt. Hier gibt's doch keinen Schlamm. Na doch, am Wasser. Wo wir als Blank drin rumgespielt haben, ne? Ich glaube, würden die heutigen Kinder würden wegrennen, ne? Na okay, die Kinder vielleicht nicht, aber die Eltern würden nicht zulassen. Ja. Mein Gott, wir sahen wirklich aus wie die Sauschweine danach. Ja. Kein Matschloch war groß genug. Keine Pfütze tief genug. Ja.
Wir hatten eine, ja, eine Parkfläche. Und die war in der Mitte, blieb immer das Wasser stehen, und zwar ziemlich tief, so kannst du sagen 12 Zentimeter. Mhm. Da sind wir als Blagen immerhin nach dem schweren Regen mit den Fahrrädern da rein und dann Rücktrittbremse und gib ihm das Wasser da durch die Gegend geschossen. Wir sahen, wir waren mal kletschnass. Erste Nachricht des Zuschauers und er schreibt. Nein, der heißt Moin Moin. Hä? Und er schreibt auch Moin Moin. Nein, er schreibt, was läuft. Nix läuft. Ja, einen schönen guten Morgen. Fährt. Moin Moin. Moin Moin. Moin 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 Moin. Moin 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 Moin. Ja. Moin ja, Moin schreibt, was läuft. Alles, was Füße hat. Der Rest kriecht. Oder nee, bei mir rollt. Ich wollte gerade sagen, bei mir rollt's. Oh, hältst du nicht den einen noch ein Stückchen weiter? Jetzt aber. Ach, was freut sich mein Grischer, dass er sauber ist. Ja, hüpft da rum. Naja, nicht wirklich. Na gut. Oh, aber mein Ballensammelgefährt, das sieht aus. Könnte auch eine Dusche vertragen. Sei froh, dass Johnny schon ne, raus ist. Sie direkt wieder eine Droge gekriegt. Ah ne, Vollbremsung halt. Wir machen erst was streiten hier. So. Erst mal eine Basteln. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Gibt bestimmt ein schönes Chaos. Ja. Das denke ich mir mal. Und wir haben ja hier keine Linienführung. Das heißt, immer der Erste, der ankommt, der vorfährt, der muss dann immer warten, bis die anderen zwei auch durch sind, damit er wieder die neue Bahn anfangen kann. Warten. Ja, warten hört sich gut an. Zockt ihr über PC oder PS4? Hättest du die Stream-Beschreibung gelesen, dann hättest du gewusst, dass wir gerade auf Konsole und PC spielen. Ja. Moin Moin hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Danke für den Follower. Willkommen Moin, im Moin. Altenheim. Herzlich willkommen. Normalerweise spielen wir morgens auf einer PC- und PS4-Map und abends auf einer reinen PC-Map, wenn die richtigen Leute da sind und Zeit haben. Ja. Tobi, dein LS-Hund lebt echt gefährlich. Wie oft müssen wir denn das noch sagen? Bis dass der Hund das verstanden hat. Ja. Jeden Tag. Bis zur Kaltvergasung. Was auch immer das ist. Na, dann könnt ihr so lange erzählen, bis er schwarz werdet, so. Ich hab keine Beschreibung gefunden. Keine was? Wenn du den Stream bevor du den anklickst, steht doch da drunter eine Beschreibung, oder? Eigentlich schon. Noch einen Platz frei? Zumindest jein. Hat er nicht gefragt, darf ich mitspielen? Ja, das hat er wenigstens nicht gemacht. Bei uns ist das so. Wir haben einen Discord. Und wenn man dann schon regelmäßig mit uns nach dem Streams und vor dem Streams sich unterhält, damit man sich mal kennenlernt, das kann so ein paar Wochen dauern. Man muss regelmäßig da sein und auch Interesse zeigen. Dann kann man eventuell mal mitspielen. Aber so aus dem Stegreif, nein. Und vor allem muss man Zeit haben. Jede Menge Zeit. Also die Stream-Beschreibung steht da. Mhm.
Ja, da habe ich jetzt fast 3 Anhänger von dem Feld runtergeholt. An Weizen. Und was hast du da vorher so runtergeholt? Weiß ich nicht mehr. Achso. Aber keine 3 vollen Anhänger. Wenn es hoch kam, vielleicht 2. Position Farm sei Dank. Jede Menge mehr. Yay! Yay? Böser Zaun. Hast du ich habe die Kurve Knie? Nicht eng genug genommen. Oh. Ja. Ich gehe in mein Bällebad. Mach was. Ja, Mimimi. Nein. Mimimi Donnerstag. Ja. Jeder Tag ist ein schöner Mimimi. Wir haben schon Juni in Frankreich. Ja. Das ist mein Geburtsmonat. Der kann aber nichts im Monat für, ne? Nee. Ich auch nicht. Da hast du wohl recht mit. Bist nicht danach gefragt worden. Ja. Zum Glück habe ich einen Monat später. Warum zum Glück? Naja, stell mal vor, das wäre wirklich meine Schwester. Na, jetzt wird's komisch. Das haut doch gar nicht hin. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. War lange krank, ihr wisst schon was, aber mir geht's wieder besser. Franke, ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen und gut, dass es dir wieder besser geht. Moin, moin, Franke. Franke, grüß dich. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde Ballen, die wir fahren müssen. Oh, das ist noch nicht mal meine ganze Ladung, oder? Oh, macht nichts. Das Zeug muss weg. Wohin? Guten Tag zusammen von Basti. Basti, dir auch einen schönen guten Morgen. Basti. Moin, moin, Basti. Wie geht's denn, wie geht's denn unserem Basti? Moin, Basti, Minion von Gepard. Minion. Na, das sagt man. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß zwar nicht, wo der Herr Gebhardt herkommt, aber an der Küste sagt man auch so, mein Jung. Mein Jung. So viel weiß ich. Und den ganzen Tag, moin. Moin, moin, bitte, ja? Ja, moin, moin, ja, moin ist Schwätzerei. Guten Morgen an Basti vom Hans, weil der Hans, der kann's. So, mal gucken, wie weit meine Ballis sind. Die sind fertig. Wie kann man sich nur über fertige Ballen freuen? Ja, Anja, es gibt so viele schöne Dinge im Leben, so fertige Ballers. Jetzt habe ich 3 Wochen damit gekämpft, habe auch in diesem Monat meine 65. erreicht. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, alles Gute nachträglich. 65. Da wow. Will ich erst mal hin. Da hast du ja noch 10 Jahre Zeit. 10 Jahre weiter streamen. Geil. Ja, schön. Wie kann man sich darauf nur so freuen? Stream ist die Geilheit hoch 10 für mich. Das ist... So weit von, ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Danke, danke. Ja, bitte, bitte. Jo. Wenn ich das könnte, würde ich von morgens bis abends nur streamen. Kann ich aber nicht. Leider. Ja. Anja? Was? Alles gut? Ja, die Anja hat gerade Tüdelü. Ja. Ja, Tüdelü. Ganz schwere Tüdelütis. Ja. Besser als Generitis. Ich fange auch bald an zu streamen. Freue mich auch drauf. Ja. Ich glaube, das wollte keiner wissen. Ich habe nichts mitgekriegt.
Ich meine, ich freue mich zwar für dich, dass du das machst, aber wissen wollte das hier trotzdem keiner. Ich hab Hunger. Dann geh doch was essen. Na fein. Jetzt noch nicht. Dann beschwer dich nicht, dass du Hunger hast. Das war keine Beschwerde, das war eine Mitteilung. Hast du die gemietet? Die Teilung? Ja. Ich hab's gar nicht. Du, letzte Runde Ballast wegfahren. Dann können wir Ballen einsammeln. Und heute Abend machen wir Chaos. Ja. Ich freue mich schon. Auf das Chaos. Streich's durch. Bei mir gibt's heute Rahmschnitzel mit Spätzle. Rahmschnitzel mit Spätzle. Oh, Junge, ich habe Hunger. Mein Magen knurrt schon die ganze Zeit. Jetzt haut der Rahmschnitzel mit Spätzle raus. Schäm dir! Gemeinheit! Oh. Na gut, Spätzle ist ja nicht so meins. Dann würde ich was anderes nehmen für. Aber das Rahmschnitzel? Ja, klingt auf jeden Fall lecker. Warum hat die Anja plötzlich so gute Laune? Mit dir kaputt. Na, ihre Ballis. Ihre Ballis sind fertig. Sei doch froh, dass ich gute Laune habe, Opi. Philipp, nee, danke für den Wassermarsch. Ich habe doch nichts dagegen gesagt. Wir hoffen ja zum Meckern. Das ist, aber bei mir wird dann schon beeinstehen. Mann, du hast nicht gemeckert? Nein. Dann hör auf, nicht zu meckern. Bäh. Wie unfreundlich ihr wieder seid. Mach ich auch sehr. Und mein Nachbar, der Metzger, bringt sogar ins Haus. Ui. Oh. Prost. Prost. Ach ja, da ist ja was. Da war ja was. Zum Wohl. Ja, ein Wassermarsch von Philipp. Dankeschön. Und die Position immer ändern. Ja. Das wird der einzigste Graus, wenn ich ein Lenkrad habe. Ne? Dann kann ich die Position nicht mal so einfach ändern. Das stimmt. Aber ich habe ja einen Controller. Ich kann ja dann switchen, kann ja auch damit weitermachen. Switchen? Ja, switchen. Wie sich das anhört. Switchen. Man kann ja auch seppen sagen. Durchseppen. Hast du irgendwo einen Clown verschluckt? Will mit dir kaputt? Die dreht voll am Rad. Ich hab kein Rad. Nein. Nein. Du hast keinen Lenkrad und den Träger. Vielleicht solltest du dir mal eins besorgen. Aber Obi, ich weiß vielleicht, woran das liegt. Die freut sich auch heute Abend. Ich hätte es eher gesagt, weil sie noch keine Tabletten genommen hat. Doch, die hat sie genommen. Nein, habe ich noch nicht. Hast du nur nicht genommen? Nein. Oh, so hört der Opi, so hört der Opi zu. Solltest du vielleicht eventuell nehmen, ja? Wenn du gleich Lachflash kriegst, dann ist es zu spät. Ach, so schlimm ist es nicht. Morgen ist Schaschlik mit Brötchen für 4,50 €. Auch nicht schlecht. Prost von Herbie, Dankeschön. Herbie könnte ja aber. Ich weiß nicht, worauf es bezogen ist. Schnucki, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Brain AFK.
Discord-Link, danke. Hab ich. Anja. Könnte er aber, Anja. Aha. Auf, Anja, auf. Ich. Was kommt denn nun? Hä? Was? Ich weiß nicht. Warten wir ab. Ich weiß, was ich jetzt mache. Nehme ich mal mit in die Küche. Wirklich? Ich schalte schon mal das Fännchen an. Oh. Den Ofen. Das Fännlein. Spart uns ja nicht die Ohren voll. Nein. Ich hab's. Das Anja meinte, stehen. Mein Gott, nee. Ja, ist ja gut, auch zu flennen. Schreien ihn an. Nee. Immer dasselbe mit dem Kerl, ne? Was meinte ich denn? Ja, sisse. Und schreck direkt die Zunge raus. Ich hab keine Ahnung. Hast du was gesagt? Weiß ich nicht. Eigentlich hat er doch bloß die ganze Zeit gelacht gehabt. Nee. Boah, die Anja hat gerade totales Chaos in ihrer Mütze. Wann Anja 6 setzen. Ruppi Mund. Auf 6, ja klasse, danke. Herbie, du bist nur 48, fertig. Ich weiß zwar nicht warum, aber jetzt hast du eine 48. Tschüss. Damit musst du jetzt klarkommen. Uiuiui, heute ist Donnerstag. Ja. Ja. Und abends, wenn du Licht anmachst, sogar noch mit Beleuchtung. Ja. Tobi 12. Hä? Plus, Minus. Ja, Minus alles, ja, glaubst denn du? Ach so. Glaubst du kriegst vom Herbie freiwillig ein Plus? Herbie 1. Da siehst du heute, Chris. Und 2. 1 und 2. Ja, 3. Selbst wenn der Herbie was Liebes schreiben will, schreiben die Hände wieder was ganz anderes. Glaub's mir. Das ist ein Zwang. Der steht auf und sagt sich, boah, ich bin heute ganz lieb zu Opi und da kommt nur Driss bei rum. Oh. Sowas aber auch. Ein 2 für Tobi. Den Krampf in der Hand, Opi. Das kann auch sein. So, und wir machen heute bis Punkt 12 Uhr. Oh. Es sind dann noch 29 Minuten. Ja. Ups, schon wieder. Ja, ich habe doch gesagt, ich muss ein bisschen Streamzeit nachholen. Wegen meinem blöden Kranksein. Ich muss da zwar nicht, aber mir ist das ein Bedürfnis. Yeah! Wenn du die Erlaubnis von der Omi bekommen hast. Die Omi ist sowieso am Arbeiten. Aha. Machst du also klammheimlich länger. Und es geht, nee, meine Maximalstreamzeit ist auf 3 Stunden. Ich erreiche die ja noch nicht mal. Na, Anja. Ab und zu mal ein bisschen Überstunden darf ich auch machen. Nur nicht übertreiben. Zuckerfabrik bekommt man gut Geld, habe ich rausgefunden für mich. Ja, Zuckerfabrik gibt richtig Kohle. Allerdings muss er auch die Sachen dafür haben. Ne? Gleich Bock von Omi? Nein. Kätze gerne, ne?
Ja, ich würde dem Herbie sein Herzchen wieder fliegen lassen, wenn der Obi wieder einen Bock kriegt. Ach ja. Und hinlegen kann ich mich gleich sowieso noch nicht, weil wir kriegen nachher noch was geliefert, darauf müssen wir erst noch warten. Aha. Ja, das wird den Herbie freuen, das war mir klar. Warum bist du immer so zu mir, Herbie? Bin immer so lieb zu dir, ne? Stell dir mal vor, Opi, er wäre immer lieb zu dir. Ich würde wahnsinnig werden. Wenn ich den ganzen Tag fragen werde, Herbie kaputt gemacht. Oder Beinchen stellen. Oder das ist glaube ich nicht gut. Beinchen stellen könnte mich ganz, ganz, ganz. Wann, Opi? Ja, wann? Das könnte mich ganz schön außer Gefecht setzen, so ein Beinchen stellen. Lieber Opi, oh nee, geht gar nicht. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Das hört sich ja grausig an. Hör, wie lass es. Bäh, das passt schon besser. Nee, da würde ich auch streiken. Ich würde direkt sagen, gib mir mein Herbie wieder. Gemeinheit. Was? Beim Bahnhofssilo wird kein Stroh angenommen. Nö. Könnt doch die ganze Zeit da Stroh reinschmeißen. Ist das voll? Mit welchem Ladewagen fährst du denn ab? Mit deinem kleinen? Ja. Warum nimmst du nicht den großen von mir? Oder ist er wieder Zeiteinteilung? Ja. Zeiteinteilung. Ja. Die haben Marison rausgeschmissen. Oh. Hä? Ich bin doch jetzt noch normal gefahren. Ja, aber für Stroh ist nichts mehr. Und für Heu und Gras. Und vielleicht sind sie voll, keine Ahnung. Können keinen Stroh mehr brauchen. Da ist nichts. Marison ist raus. Viehmarkt und gemein. Biomassekraftwerk. Ja. Ja, Biomasse, Heizkraftwerk oder Viehmarkt, Ort Belrand. Mhm. Da ist das Biomasse, Heizkraftwerk am bessersten. Am besten, ja. 78 oder was da stand, habe ich gerade geguckt. 74. Einen noch. Biomasse-Heizkraftwerk. Das ist da oben, wo du deine Stämme immer hinschmeißt. Genau. Da oben ist das. Oh, das hat gehakt. Ja, habe ich gemerkt. Dann war halt eine Speicherung. Diddle-ding, 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 diddle-ding.
So, runter mit dem Zeug. Nächste Runde. Ja, jetzt haben wir noch 22 schöne Minuten. Dann hat sich das erledigt für heute Morgen. Dann haben wir einen schönen Stream gemacht. Jo. Und danke euch zweien schon mal. Bitte schön, Hopi. Immer gerne wieder. Danke, danke, danke. Nehmen wir den Rummel hier auch noch mit. Noch einmal die Linie da hoch. So. Da ist der Discord-Link. Danke, Herbie. Ah, kommt der Zug an? Die Schranke Vielleicht ist nämlich unten. ging das nicht, weil der Zug nicht frei ist. Einmal in den Zug einsteigen, annehmen oder abschicken. Vielleicht geht das deswegen nicht. Und Achtung, Achtung! Der Facebook-Link für die Facebook-Gruppe und der YouTube-Link, der Herbie haut alles rein, was geht. Dankeschön, Herbie. Das könnte natürlich sein, ne? Das Silo hat doch eigentlich nichts mit dem Zug zu tun, oder? Nein, eigentlich Stimmt. nicht. Und was hätte ich haben die deine Kartoffeln nicht da reinschmeißen können? Ich weiß nicht, warum das nicht mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Immer noch besser als CE-Fehler. Ja. Also gestern hat sie funktioniert. Zweimal so, ja. Hast du da Stroh reingeschmissen? Nee, Kartoffeln einmal und einmal so, ja. Ich Zumindest meine, konnte ich nach Marison fahren oder schicken. ich habe meinen Stroh ja direkt verkauft. Da gibt jede Menge Ballaballas. Ja, der Ertrag ist wesentlich höher geworden durch Precision Farming. Wesentlich. Vom Fritt könnte man nach Marison fahren. Wir haben Premium-Kartoffeln auch. aber keine Pommes Frites, keine Premium-Kartoffeln. Nudeln. Haben wir auch nicht. Noch nicht. Tomatensoße, Noch nicht. gemischter Salat. Oh. Kriegst Hunger, Ich hab Hunger. wa? Ich auch schon die ganze Zeit. Erdbeereis. Jetzt rastest du ganz aus. Hallo. Sojatablette, den könnt ihr behalten. Anja, nimm deine Tabletten. Habe ich doch gerade genommen. Na gut, dann wirken sie noch nicht. Bäh. Was Es hast du wirkt. gesagt? Soja, Soja, was? Sojatrink, Hafertrink, irgendwas. Ja, müssen wir bloß wissen, wie man das produzieren kann. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er in dieser Hochproduktion mit drin. Das In kann sein. Weizen, Gerste,
Kein Problem, Prost. Nach Marison zu schicken. Nur eben. Ja, aber ich muss mal eben aufs Fliesenlager. Da komme ich nicht umrum. Bis gleich. Mach mal Inventur. Nur eben Heu, Gras und Stroh geht nicht mehr. Und ich hatte noch Stroh im Silo drin. Ja, oder musst du das rausnehmen und. Da ist nichts mehr zu sehen. Hey. Na, fahr doch mal mit dem Anhänger runter und versuch mal abzutanken, Rob. Also natürlich mit dem Lernhänger. Ach, echt? Oder halbvollen. Da wäre ich ja jetzt nie drauf gekommen. Na, deswegen sag ich's dir ja auch. Bäh. Bäh. Ein Edge-Battle, ja. Guck, wo du hinfährst. Genau, an der Guck hin, wo du hinfährst. Und pass auf die Bäume auf. Die Bäume stehen noch. Und die Säune. Die Laternen. Ja. Und Laternen und Mauern. Ne, die Mauern habe ich noch nicht getroffen. Aha, aber trotzdem musst du drauf aufpassen. Ja. Weil die springen alle zu, ja, nochmal auf die Straßen. Freche Dinge. Wieder da. Bibi. Danke. Jetzt müssen wir noch eine basteln. Mach das. Joho. Aber so lange können wir eigentlich hier raus, da rein. Da ist er doch. Weitermachen. Bibi, Obi vom Kipper. Danke. Okay, Chat funktioniert noch. Ich dachte schon, mein Check hängt, weil so, die haben seit nicht kam. Sehr geehrte Damen und Herren, das Stream wird in 15 Minuten die Fortbeschließung. Bitte bären Sie uns heute Abend wieder. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag, bis heute Abend, die Rollator-Raudis. Dankeschön, Herbie. Danke, danke, Herbie, für den schönen Text. Und ein Obi-Guy mit Herzchen. Danke. Ein ganz neuer Text. Hui. Hat Herbie sich in Schale geworfen. Schranke schön. Da habe ich aber einen rausgehauen. Ja, Mann. Das grenzt ja schon bald an eure Wuseligkeit oder so. Mit Frack, Obi? Ja, totales Frack. Ja, hast du recht mit. Und fliege. Und natürlich den Zylinder nicht vergessen. Die Lackschuhe. Gell? Ich kann auch nichts mehr aus dem Bahnhof-Silo rausholen. Ich hab's versucht. Dann ist es weg. Ein weißen Handschuh? Oh, ja klar, sonst rutschst du ja mit deinen Wurstfingern immer ab. Dann sind weiße Handschuhe schon besser. Verlierst den weißen Schall? Nee. Oh, ist ja kein Dirigent. Und den Spazierstock. Genau.
Wie Juppie heißt das? Wem juckt das? Fuß oder Lackschuh? Alles oder nicht? Denk ich mir ja. So, oder komm ich vor Gericht? Ja. Manchmal brauchst du nur ein Wort und ich hab irgendein Lied im Kopf. Aber ich wäre nicht ich, wenn nicht so. Opi Zunge rausgestreckt, Anja Zunge rausgestreckt, Tobi rausgestreckt. Ja. Herbie ist wieder da. Wo war er denn? Der war gerade irgendwo im Frackland. Jetzt ist er wieder zurück. Gut. Haut ab, ihr schwarzen, krächzenden, gefiederten. Juhu! Ein Hörbi. Schön, netten. Ein Hörbi. Ja. So ist das in die Leber. Ja. Kann man Stroh eigentlich auch in die BGA schmeißen? Nein. Stroh, nein. Okay. War nur so eine Idee. Aber ich will ja eigentlich den Fermenter mit draufnehmen, dass man Stroh in den Fermenter schmeißen kann. Ja, nur jedes Mal vergisst du es wieder. Ja. Ja, ich hab's dir auch nur gesagt. Ja. Selber. Bloß Anja, der bringt dir denn nix. Wieso? Na, weil kriegst ja kein Geld denn dafür. Hä? Wenn sie sich selber... Ja, bei oben. Fermenter hinstellt? Also wenn sie sich wenn sie sich selber einhinstellt, ist was anderes, ja. Quack. Quack. Quack? Ja, Quack. Ich dachte, du wolltest deine deine Bandnudeln essen, keine Pellkartoffeln mit Quack. Geh nach Hause. Genau. Da bin ich. Jetzt geht der Rumgezicke wieder los. Anja? Esse ich jetzt mal einen Keks. Bäh. Anja? Ich bin zu Hause. Quark macht stark. Von Gebhardt. Aber ich glaube nicht, dass die Quarke von der Anja. Nö. Viel Spaß beim Keksen. Der arme Zwerg. Der muss selber zusehen, wo er seine Kekse herkriegt. Zwergus Saurus Keksus. Aber der Keks fährt ja viel rum, ne? Ja. Dann ist das bestimmt ein Langstreckenkeks. Wäre möglich. Ein qualifizierter Langstreckenkeks, ganz bestimmt. Ich glaube, nächstes Mal muss ich den Rand besser abfahren, und bald bleibt er nicht jedes Mal da dran nochmal stehen. Lieber ein wenig mehr Überstand fahren. Jetzt setzt er nochmal ab. Ja, gut. Merken, Opi. Mehr Überstand. Sonst tüdelt der Fahrer ganz komisch durch die Gegend. Der tüdelt? Tüdelü macht er dann. Aha, tüdelü. Tüdelü, tüdelü. So sind sie.
Den lassen wir zu Ende arbeiten. Dann müsste ich eigentlich nachher noch kalken und düngen, damit das Feld fertig wird. Weil morgen könnte es schon zu spät sein. Oh, da ist die Pizza angekommen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist gar nicht gut, was du da gerade machst, Herbie. Ich habe Hunger. Also, Herbie, weitermachen. Boah. Tobi. Du bist ganz schön gemein. Und da ist die Kalzone. Jawohl, die sieht auch sehr gut aus. Dann läuft der Wassermann zusammen. Ich kann ein Stück Kaffee nehmen. Der Wald vom Sascha ist ja auch schon ziemlich groß. Ja. Guten Appetit und Herbie lacht sich kaputt. Du bist ein richtig kleiner Krepel geworden, Tobi, ne? Ist er? Ich weiß von nix. Ein Frechmoppelt. Ja, da muss ja der Herbie sich mal Notizen zu machen. Ja, du musst alles mal in die Beurteilung mit rein. Plus 14 Euro Umweltbewertungsbonus? Ja, das kann sein, ja. Wow. Kriegst du Geld für saubere Arbeiten. Nicht so wie der Tobi. Wieso? Ich hab 200 plus gekriegt. Na gut. Ausnahmsweise. Und nicht mal für meine Felder. Nee? Nee, für den Kartoffelauftrag. Ach so. Heute Abend werden wir grubbern, Steine sammeln, kalken. Düngen. Ansehen. Walzen. Ob wir so weit kommen, weiß ich nicht. Ich schätze, wir schaffen nur Kubbern, Kalken. Und anfangen Steine sammeln. Wenn wir uns nämlich nur die kleinen Grubber holen, die 2 Meter und Grubber, haben wir auch noch 6 Meter Arbeitsbreite, fast 7. Aber es kommt ja nicht darauf an, schnell fertig zu werden, sondern den Spaß dabei zu haben. Genau. Schnell fertig werden können andere. Noch 4 Minuten, ja, dann haben wir Ente im Gelände. Bis 12, jawohl, bis 12. Wir müssen die 3 Stunden nicht vollkriegen. Genau, oder bleibt da noch ein kleiner Streifen über? Wow, das passt ja. Da ist der Discord-Link, Dankeschön. Und ich wünsche euch einen guten Appetit, Herbie. Ja, von mir auch. Lasst euch die Pizza schmecken. Ja, denke ich mir. Also Oma hat immer gesagt, Zwiebeln sind die Seifen, die bleiben, nachdem
Fenster putzen, Oma hat immer recht. Streamen. Streamen, ja, das sind die Streamen. Da hat er ja, da hat Oma ja mit, recht mit. Die Streamen. Den können wir da unten hin platzieren. Im Bahnhofssilo war noch Gras drin und Heu, Quatsch, Stroh. Aber warte, nun war was drin oder war nichts drin? Es war noch drin, bevor es verschwunden ist. Ja, aha. Dann weiß ich auch nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und vielleicht haben die wieder irgendwas geändert. Wer weiß das schon. Hören wir hübschen gleich noch im Discord. Ich bin auf jeden Fall gleich noch kurz im Discord. Nicht sehr lange. Aber auf jeden Fall komme ich noch Hallo sagen. Ich bin auch noch kurz da. Aber nicht lange. Nee. Weil das Kissen ruft. Ja, du musst dich hinlegen, du musst schlafen, du hast Nachtschicht. Komm her, leg dich hin, ruft's. Ja. Und hörst du auch auf dein Kissen? Ja. Besser wär's, ne? Warum? Ja, sonst bist du heute Abend nicht ausgeschlafen. Ja, dafür kann er Kissen nicht. Ich kann auch ohne Kissen schlafen. Wieso? Woher soll ich das denn wissen, hä? Dann komm ich später, muss gucken, wenn es okay ist. Du kannst da immer reingehen, wenn jemand da ist. Oder dich allein da reinsetzen und warten, dass jemand kommt. Aber ob ich dann nachher noch irgendwann da bin, unter Garantie nicht. Ich habe ja gesagt, bin nur kurz da, gleich. Oh, wir haben 12 Uhr. Nur eben anhängen und dann. Oh. Dann ist Ende. Ja, und gleich 12 Uhr und 1. Ende so. Im Gelände. Meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Danke fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Danke an die ganzen Bitspender und danke an die neuen Follower. Und danke an die ganzen Zaps und Gifte-Zap-Spender. Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen schönen Mittag. Lasst es euch gut gehen. Guten Appetit später. Wir sehen uns heute Abend wieder. Und damit bin ich raus und tschüss. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.